Und damit herzlich willkommen zu einer Runde 2089 Space Divided. Ich habe das Spiel ja schon mal in einem Livestream angespielt. Da haben wir uns ein paar Skirmishes angeschaut, ein bisschen in den Survival-Modus reingeschaut, wo wir wellenweise überleben müssen. Und grundsätzlich ist das Spiel ja noch in einer sehr, sehr frühen Fassung. Also war schon damals, ist es auch immer noch. Jetzt mittlerweile ist die Version 0.2.0a, also immer noch weit vom Release entfernt. Aber vor kurzem gab es ein Update, wo ich mir dachte, hey, da lohnt sich es mir echt mal wieder reinzugucken. Und zwar gibt es seit kurzem Lufteinheiten. Und ich habe ja schon gesagt, wenn es jetzt noch eine weitere Varianz gibt, neben den normalen Bodenfahrzeugen und Artillerie, jetzt noch Lufteinheiten hinzuzufügen, bringt das schon mal ein bisschen mehr Tiefe mit rein. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein Skirmish. Das ist ja der Survival-Modus, den haben wir schon angeschaut. Ich nehme mal an, dass wir dort jetzt auch die Lufteinheiten bauen können. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal im Skirmish-Modus an. Seit dem letzten Mal Zeigen des Spiels im Livestream, ich werde es auch mal verlinken für alle Leute, die da mal reingucken wollen, gab es auch ein paar kleine Hotfixes und Feinupgrades, es wurden ein paar Sachen an der KI ausgefeilt, etc. pp. Mittlerweile kann man auch bei der KI, soweit ich das gesehen habe, wir machen einfach mal drei normale rein. Dafür brauchen wir eine große Karte. Da. Bei der KI kann man mittlerweile Verhaltensmuster einstellen, zwar Balance, Turtle, Rush, also man kann wirklich sagen, sie soll sich einigeln, man... Ich würde sagen, wir machen unseren Verbündeten einfach mal Balance, machen einen Gegner auf Rush und einen auf Turtle, dass wir alles ein bisschen sehen. Und mal unseren Verbündeten bitte, ich hätte gerne mal so eine Farbe. Der Verbündete hier kriegt mal so ein Hellblau und die Gegner kriegen einfach mal Rot und Lila. Da haben wir so eher die kälteren Farben, die haben eher die heißeren Farben, sagen wir mal so. Wisst ihr, was ich meine? Blautöne, Rottöne. Dann passt das soweit. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein in den Skirmish und gucken mal, was sich so aus dem Spiel gemacht hat innerhalb der letzten... Komm, hier kriegt man jetzt diese Alienrasse, das hatte ich ja vor. Schauen wir mal, was sich in dem Spiel gemacht hat innerhalb der letzten Monate. Und ja, das Spiel hat immer noch einen weiten Weg vor sich. Es ist immer noch eine sehr frühe Early Access Version. Könnt ihr euch trotzdem holen, wenn ihr daran interessiert seid und quasi euch an der Entwicklung des Spiels beteiligen, dass das vielleicht ein bisschen flüssiger vorangeht und die Entwickler zu unterstützen. Ist auch alles in der Beschreibung verlinkt. Ist in diesem Fall keine Kooperation, ich gucke einfach aus eigenem Interesse nochmal rein. Gut, dann gehen wir mal in die Mission. Zweimal Andara, zweimal Redax. Redax? Ich glaube, das H ist bestimmt stumm oder so. Gut, starten wir rein. Ja, ich mache einfach mal Eis, deshalb sollte schon passen. Ja, wir starten wie immer mit dem Hauptquartier. Wie ich ja schon gesagt habe, es ist so ein kleines bisschen Mischung aus Stark. Also es erinnert so vom Grundsätzlichen her, du meinst Ressourcen ab und hier solche Kristalle und solche festen Ressourcenpunkte. In der Hinsicht erinnert es sehr an Starcraft. Es hat aber auch wirklich fast einen Supreme Commander mit den Power-Generatoren, die man aufbaut. Auch mit den Schutzschilden, die man aufbauen kann. Machen wir mal früh eine Factory, bitte. Dann hätte ich früh gerne die Titanmine dort. Also ich finde immer noch so ein bisschen so Mischung Starcraft Supreme Commander kommt in die Richtung hin. Und apropos, was das angeht, die neuen Lufteinheiten, möchte ich im Vorfeld schon mal sagen, ich habe schon mal kurz reingeschaut, sind weniger Lufteinheiten, die man sie kennt aus Spielen wie Command & Conquer Generals oder aus Supreme Commander oder aus Empire Earth, dass man sagt, man hat solche Dogfight-Lufteinheiten, die jetzt feste Bahnen fliegen, sagen wir es mal so, um es mal so auszudrücken. Und Dogfights etc. Die Flugeinheiten, die jetzt aktuell im Spiel sind, gute Frage, ob es dann später noch weitere hinzukommen, aber die aktuellen sind eher helikopterartig, also eher so Schwebeplattformen, wenn man so will. Factory, da wir einen Raschgegner dabei haben und wir nicht wissen, auf wen er geht, hätte ich gerne schon mal ein paar Einheiten. Ein paar Na, machen wir erstmal einen Aufklärer, dann mal so zwei Light, drei Light Tanks. Dann, die Sprüche sind nach wie vor schön bekloppt. Daher kommt auch wieder meine StarCraft-Referenz, weil das mich da ein bisschen dran erinnert. Das sind ja auch alle ein bisschen gaga. So. Was macht mein Verbündeter so? Ach, er baut Sachen. Und ja, da es jetzt auch Lufteinheiten im Spiel gibt, gibt es jetzt ebenfalls auch neben den normalen Verteidigungstürmen auch Flak-Türme, die natürlich Lufteinheiten abwehren sollen. Ja, genau. Dankeschön für die Energie. Da hätte ich gleich gerne nochmal ein Kraftwerk. Herzlichen Dank. So, nochmal ein Heavy Tank, bitte. Thank you very much. Und dann legen wir los. Bis jetzt ist, soweit ich das gesehen habe, die Map-Varianz noch nicht wirklich gestiegen. Ich nehme mal an, es werden wirklich noch die ganzen Grundlagen gelegt. Jetzt beispielsweise eben jetzt, dass die Lufteinheiten reinkommt, Gameplay-Elemente. Also man merkt schon, dass das Spiel weiterentwickelt wird. Es gibt immer wieder regelmäßig Updates.
Ich finde immer noch, dass das Spiel jede Menge Potenzial für die Zukunft dann mit mehr Maps, mit dem Multiplayer, der irgendwann noch reinkommen soll. Die Kampagne könnte natürlich auch noch sehr, sehr interessant werden. Bin ich auch mal gespannt, was es mit der auf sich hat. Aber jetzt, wie gesagt, zu den Lufteinheiten, man könnte das Ganze noch ein kleines bisschen ausbauen von dem Punkt, wo man es jetzt hat. Und ja, natürlich noch mehr Map-Varianz, mehr Möglichkeiten vielleicht, was die KI angeht. Obwohl es mittlerweile schon ganz gut Anpassungsmöglichkeiten gibt. Was, glaube ich, auch noch extrem helfen könnte, wenn es möglich wäre, wäre vielleicht eine Art Mod-Support, was ich mir vorstellen könnte. Komm, machen wir mal eine Energy Supply. Ich glaube, es ist nicht wie bei Supreme Commander, dass man Synergiebonus hat, wenn man es in die Nähe baut, aber trotzdem baue ich es mal dahin. So, hätte ich gerne mal ein paar Light-Turrets, die mir die Zugänge bewachen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Spiel in die Tiefe noch ziemlich viele Möglichkeiten hat. Und ja, wie gesagt, wenn es eine Möglichkeit ist, Mod-Support mit reinzumachen, wer weiß, was die Community alles draußen machen kann aus dem Spiel. Aber es ist halt immer so eine Frage, ob das Spiel von Grund auf darauf designt wurde oder nicht, weil Mod-Support, das sagt sich immer so leicht, aber... Der will den nicht bauen. Oh. Gut, dann baue ich erstmal da noch einen Turm. Nochmal ein Light-Turret. Und dann möchte ich jetzt bald mal die neuen Flugeinheiten rausschicken. Bitte, danke. Die haben doch auch das Science Center. Yes, Science. Ist vielleicht das Problem, muss ich das woanders hinbauen? Ist das die Position ein bisschen? Die Position war ja echt ein bisschen das Problem. Irgendwie kam das Spiel damit nicht ganz klar. Okay. Hier und da könnten wir echt mal, die sind gerade mitten in der Aggressionsbewältigungstherapie, ey. So, noch mal ein paar. Haben wir eigentlich noch großartig Ressourcen hier auf der Map? Da wären noch welche. Ich würde sagen, sichern wir uns mal das schöne Kristallchen da. Kristallchan. What are you doing, Step Crystal? Erstmal machen wir mal die Air Factory. Building is created. At your command. Clearing territory. Dann sehe ich mal gern das da unten. Unser Verbündeter war auch, du liebe Zeit, der baut ja aber echt schon. Da kommen Gegner. On your order. Ja. Wahrscheinlich ist der die Rush-KI. Oder war das der? Nee, ich glaube. Ich bin mir gerade unsicher, welche, aber der hat jetzt relativ früh angegriffen mit keiner so großen Anzahl. Das könnte sein, dass das eher der Rush war. Weil. Obwohl, das war eher ein normaler Angriff. Weil, wenn ich mir diese Anzahl angucke, das ist auf jeden Fall nicht zu mir gekommen. Zum Glück möchte ich noch hinzu behaupten. So, wir können jetzt Interceptors bauen, also Anti-Air-Units und eben Gunships, das sind quasi Anti-Boden-Air-Units. Also es ist nicht so wie bei Supreme Commander, dass die ein bisschen Möglichkeiten haben, obwohl ich glaube, die Luftüberlegenheitsjäger hatten da auch nur reine Anti-Air. Gut, kam auf die Fraktionen an, da waren ja extrem viel Varianz drin. Supreme Commander war ja extrem tief, was die ganzen Einheitenvarianzen innerhalb der Fraktionen angeht und die Möglichkeiten, die sie bieten können. Deswegen kann ich es gerade aus dem Kopf nicht direkt sagen. Aber bei Supreme Commander gab es ja oftmals auch sowas wie Jagdbomber, so Sachen, die beide angreifen können. Hier ist es ganz klar getrennt. Jäger nur für Anti-Luft und Bomber nur für Anti-Boden. Machen wir einfach mal einen von jedem, dass wir ihn mal anschauen. Aber an sich könnt ihr euch die ähnlich vorstellen wie jetzt auch unsere Sammler, die so über den Boden schweben. Es ist nach dem gleichen Prinzip. Titanenmine. Das Research Center hätte ich dann bald gerne noch. Okay, unsere Flux haben wir auch schon mal ein bisschen aufgestellt. Hätte ich dann auch noch ein bisschen mehr, nur für den Fall. Auch wenn ich bis jetzt bei den KIs... Kann auch sein, dass die KIs noch gar nicht darauf geeicht sind, jetzt Lufteinheiten einzusetzen. Aber sobald ich das sehe... Ja, stimmt, hier habe ich es beim Verbinden schon... Ja, doch, das sind Lufteinheiten. Ja, sie machen es schon, sie machen es schon. So, da haben wir einen Bomber. Das ist das große, monströse Geschoss. Wie gesagt, die können einfach über der Luft hovern und auch im Stillstand schießen. Deswegen sind das eher wie so Luftplattformen, also eher helikoptermäßig. Als jetzt klassisch solche Jäger.
Ja, unsere Verbündete machen einen ganz guten Job. Hoffentlich wird der in der Zwischenzeit nicht weggenudelt. In der Zwischenzeit baue ich mal eine kleine Luftflotte auf, würde ich sagen. Ein bisschen, komm, machen wir noch einen weiteren Interceptor. Machen wir auch mal einen Titan Storage. Hätte ich auch gerne. Einfach ein bisschen mehr Reserven zu haben, ist keine schlechte Idee. Vor allem, weil ich nicht so oft darauf achte, jetzt perfekt die Ressourcen gebalanced zu halten. Und bitte noch mal Energie. Herzlichen Dank. Komm, machen wir es mal so. Oh ja, Menschenskind, also. Entweder haben sich die gegnerischen Einheiten irgendwo festgeklumpt. Oder die Turtle oder die Rush-KI funktioniert. Nee, es kann auch sein, dass es die Turtle-KI ist, ne? Dass deswegen so wenig kam. Aber dafür, dass es eine Turtle-KI ist, ist der überraschend wenig am sich verteidigen. Ah, jetzt kommen ja. Hat auch Jäger. So schauen die Jägerfits von der Fraktion aus. Interessant. Ah, die haben ihre lustigen Railguns. Okay, mal bitte weiter hier mit abbauen. Und wir können ja noch ein paar Späße aufbauen. Wie einen Schutzschild. Obwohl, das Design Center würde ich auch noch machen. Ich möchte mal gucken, was wir so an Upgrades da machen können. Weil mittlerweile. Ah, ne, müssen wir immer noch. Jetzt bin ich researched. Okay, jetzt hat sich nicht geändert. Ich würde schon sagen, wir können die Artillerie schon so bauen. Aber nee, so einfach ist es doch nicht. Schildgenerator. Jawoll. Wisst ihr was? Wollen wir mal hier hin, weil hier ist auch unsere Abbauoperation. Schauen wir mal, dass wir so viele Gebäude wie möglich mit beschützt bekommen. Das sieht ganz gut aus. In construction. All systems up and operational. At your command. Ja, wir könnten aber noch ein bisschen die Titan gebrauchen. Wo kriegen wir denn das noch her? Da hinten war noch eine Mine. Das könnte aber auch noch ein kleines bisschen besser Highlight. Es könnte vielleicht noch mehr, einige Highlight-Optionen geben bei der Minimap. Das wäre ganz praktisch, dass man sagt, so man kann gewisse Sachen und Ressourcen hervorheben. Na ja, gut, ich hole mal eben hier noch das Titan. Und dann hätte ich gerne auf jeden Fall noch ein schönes Gunship. Also man sieht auch schon Gunship. Gunship ist eigentlich typisch, war es ja auch schon hier bei Supreme Commander, dass das eher diese Helikoptereinheiten waren. Und ein ganz kleines bisschen merkt man diesen Jägern schon an, dass sie. Hier, ihr seht, dass die schon ein bisschen klassische Flugbahnen haben. Also, dass die jetzt nicht einfach auf dem. Hier, die müssen auf eine gewisse Weise beschleunigen und entschleunigen. Also, die sind jetzt nicht komplett wie Bodeneinheiten 1 zu 1 plus in die Luft verfrachtet. Die haben schon eine gewisse Weise eine kleine Flugphysik. Aber eher so eine klassische, wie gesagt, Helikopterflugphysik, dass die so ein bisschen Richtung ändern müssen. Und keine, dass die jetzt permanent in eine Richtung fliegen müssen. Vielleicht sogar noch mit dem Tanksystem oder sowas. Aber man merkt den schon an, dass die ein kleines bisschen immer wieder entschleunigen und beschleunigen müssen in der Richtung. Anstelle einfach direkt auf der Position kehrt zu machen. So, hol ich mal noch einen, das Schild steht. Er kann, immer wenn ich so ein Schild aufbaue mit Verteidigung drin, ich fühle mich immer so an Supreme Commander erinnert, das ist Wahnsinn. Gut, es gibt auch nicht viele Echtzeitstrategiespiele, bei denen du solche Schildkuppeln bauen kannst, ne? Außer abseits von Supreme Commander. Es gibt, glaube ich, da klar noch ein paar weitere. Unter anderem natürlich das Vorbild für Supreme Commander, auch oder Total Annihilation und solche Dinger, aber. Das ist ja quasi die gleiche Spielart, wenn man so will. Also. Übrigens, es gab auch einige Leute, die haben sich an die Irv-Reihe erinnert gefühlt. Auch eine Reihe, die ich mal nachträglich immer noch mal angucken will. So, mal wirklich Production Rate erhöhen. Hört sich gut an. Und dann holen wir mal ein paar Einheiten dazu. Oh, unser Verbündeter wird da gerade ein bisschen penetriert, aber bei dem passt das soweit noch. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt ein 2 gegen 2 gewählt habe. Da können wir einfach mal ein KI-Verhalten von unseren Verbündeten beobachten, was die Balance-KI macht, wie sie Einheiten einsetzt, dass wir es ein bisschen genau beobachten können, anstelle beim Gegner immer mal wieder vorbeizuschauen. Da können wir mal ein bisschen genau beobachten, was der so macht und wie er die Sachen einsetzt. Ah, auch Schildgeneratoren. Wie auch beim Gegner, dass wir mal auch seine Flugeinheiten sehen und wie er darauf reagiert. Yeah, I get it.
Ja, schön, dass du es kriegst, aber die Zuschauer wollen es auch sehen. So, zack, zack. Machen wir nochmal ein paar Lufteinheiten dazu. Wenn ich noch einen Vorschlag bringen will. Ich meine, eine Sache, die ich schon mal hatte, war, dass ich glaube, ich fand, gerade, gut, okay, ich denke wahrscheinlich auch ein bisschen zu sehr Supreme Commander-lastig, dass ich sage, ich hätte gerne Artillerie mit noch höherer Reichweite, mit noch höheren Reichweiten angezeigt. Dann wäre es natürlich cool, stationäre, also das wäre jetzt meine Idee gewesen, dass man noch stationäre Artillerie hat, als Verteidigungstürme. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei Supreme Commander auch ein typischer Spieler bin, der unglaublich gerne auf Einbunkern und Artillerie Superiority gespielt hat. Das hat mir immer irgendwie gebockt. So, unsere Bombereinheiten quasi. Die können auch in der Bewegung schön schießen, das finde ich super. Gucken wir mal, ob wir auf dem Weg so, ob wir so einen kleinen Bombing dran machen können. Ah, das ist ein Gegner. Okay, man merkt, die Raketen sind nicht gegen bewegliche Ziele gedacht. Ich verstehe. Wir sind ein bisschen verwirrt. Ich hoffe nur, dass keine Interceptors kommen. Da habe ich ein Problem. Hi. Gegen sowas funktioniert. Haha. Ich mache einmal das Ding kaputt und dann haue ich wieder ab. Bis jetzt keine Flak, keine Interceptors. Da bin ich ganz glücklich drüber. Weil mein Verbündeter beispielsweise hat... Wie ist das noch kaputt? Mein Verbündeter beispielsweise hat Interceptor gebaut, deswegen sollte ich nicht ganz... Ach komm, jetzt haben wir so ein... Das erinnert so an Empire of, an die Bazookas, wenn die irgendwie ihr Ziel verfehlt haben. Die können da auch so rumtanzen, das weiß ich noch. Ah, so kurz vor Ziel. Ja, also. Ich glaube, bei Homeworld könnten die Raketen auch so lustig rumtanzen. Oha. Wie dreist ist das bitte? Gut, ich habe da hinten keine Verteidigung. Selbst schuld, ey. Gut, eine Rakete. Die machen schon gut Schaden. Gut, die kosten aber auch gewaltig, was die Bomber. Da will ich das auch mal hoffen. Okay, ja, dann bereiten wir mal alles auf den großen Angriff vor. Ne? Ich glaube, mein Verbündeter braucht noch ein bisschen. Die KI an sich verhält sich auch ein bisschen sehr passiv. Also sie hat so viele Einheiten, die sie hauptsächlich defensiv einsetzt. Oh ja, ich weiß nicht, immer wenn ich das Spiel denke, komme ich nicht drum weg, um an Supreme Commander zu denken und die taktischen Facetten, die man nochmal reinmachen könnte, mit eben Artillerie, mit vielleicht Konterartilleriestellungen, mit taktischen Raketenstellungen, vielleicht strategische Raketensuperwaffen kann man vielleicht machen, muss man nicht, aber vielleicht so taktische Raketenwerfer und taktische Raketenabwehr wäre vielleicht auch so eine Idee. Es gibt bestimmt noch Möglichkeiten, die Spieltiefe noch zu erhöhen. All systems up and running. Yes, sir. Any orders? Oh, die haben mir tatsächlich sogar einen von meinen Energiegeneratoren kaputt gemacht. So, jetzt bauen wir auch mal ein bisschen Artillerie. Dass ich mir die auch nochmal angucke. Weil ich weiß nicht mehr, wie es war, aber ich glaube, die Reichweite war schon ganz ordentlich, aber nicht. Oh mein Gott. In construction. Diese kleinen Nervangriffe überall. Yes, mit den Scouts. Ja, ich habe mich sogar noch einen leichten Panzer. Ja, perfekt. Mein Scout. Ja, ist ja alles gut. Dann kannst du mal wieder zurück und dann baue ich einfach noch einen Turm. Okay. Nochmal einen Bomber. Wenn, dann wollen wir es doch richtig alles eindecken. Ja. Ist jetzt noch keine feindlichen Lufteinheiten entdeckt, leider. Beziehungsweise gut, ich habe sie einmal kurz gesehen, ja, aber... Jetzt nicht bei meinem Angriff hier, aber vielleicht sehe ich dann auch mal meine Interceptor ein bisschen schießen. Oh, da kommen wieder Feinde. Aber kriegen wir so weit hin? Oh mein Gott, diese kleinen Viecher! Die ganze Zeit! Ich glaube, ich hätte nicht... Ich soll lieber mit irgendwas selbst klein schießen, denn da drauf... Manchmal sind große Kaliber einfach, naja, groß.
Das Problem ist zu groß. Ich habe eine Artillerie und ich werde sie verwenden, wenn ihr meinen Forderungen nicht nachkommt. Und die Forderung ist, euch von der Artillerie zu schießen zu lassen. Vielen Dank. Da haben sie ein Schutzschild. Das ist ja Raubbasis auch, ne? Man konnte ja die Artillerie aufbauen. Ich glaube, man musste sie sogar aufbauen, ne? War das nicht so? Stationärer Modus. Genau, da fahren sie sich aus. Ist die Reichweite weit genug, dass sie hinterschießen kann? Ja, okay. Die Reichweite wird doch ganz in Ordnung. Klar, längst noch nicht das, was man von Supreme Commander kennt, dass man so ein bisschen Orbit rauszoomen kann und dann immer noch Reichweiten sieht, stellenweise. Aber hier, das kann immer noch schießen, oder? Jawohl, nice. Oh ja, das ist eigentlich ganz ordentlich. Jetzt noch da, ich glaube, so ein Artillerie-Verteidigungsturm könnte echt cool sein. Ja, quasi eigentlich das gleiche Geschütz, bloß als stationäres Teil. Könnte ich mir vorstellen. Okay, also ich habe tatsächlich die normale KI schlimmer in Erinnerung. Kann aber auch sein, dass ich Valiant geschädigt bin, weil da die normale KI schon auf Steroiden ist und sich hier zu dope wie sonst irgendwas. Also ich glaube, dann habe ich im Stream wahrscheinlich schon gegen die Schwere gespielt gehabt. Aber ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass irgendwas richtig hart war. Haben die jetzt schon irgendwelche... Ui. Oh ja, da haben sie Flaktürme, aber den kann ich halbwegs ausweichen, aber auch nur mega knapp. Oh, okay. Bitte mal die Flak wegmachen. Vielleicht sind wir beim anderen ein paar Flugzeuge. Okay. Einmal also das Fuji. Ich habe so das Gefühl, dass... Das ist aber so diese... Das ist wieder diese klassische KI-Krankheit. Wie ich sie kenne von so vielen Spielen. Und zwar diese klassische KI-Krankheit. Die KI ist am Anfang nervig, penetrant und macht Sachen. Okay, der kauft jetzt an. Hat. Ja, das hier muss die Turtle-KI sein, oder? Das heißt, es kann sein, dass die Rush-KI einfach noch nicht richtig funktionieren will. Aber mein Verbündeter ist auch überraschend passiv dafür, dass er balanced eingestellt ist. Und das ist das, was ich meinte, dass jetzt wahrscheinlich diese typische KI-Krankheit ist, einfach im Sinne von, die KI ist am Anfang gut dabei und dann nach ein paar Angriffen, vor allem wenn sie zurückgeschlagen wurde und man sich als Spieler ausbaut, fällt die quasi in eine Art Winterschlaf. Das habe ich schon einige Male bei so vielen Spielen erlebt eigentlich. Das ist ein ganz breit gefächertes Problem bei Echtzeitstrategiespielen im Allgemeinen, dass KIs gerne mal wirklich am Anfang, also vor allem wenn man richtig, richtig schwere KIs spielt, dass sie am Anfang richtig bedrohlich sind. Am Anfang, vor allem mit so Cheat-Vorteilen beispielsweise oder sonst irgendwas. Die KI scheint nicht zu cheaten, soweit ich weiß, aber allgemein so KIs bei Spielen. Dass die hergehen am Anfang übelst dir einen reindrücken. Und dann, nachdem du es ein bisschen abgewehrt hast, dann so quasi wirklich in so einer komatösen Winterschlaf verfallen. Einfach nur so. Und dann kommt einfach nichts mehr. Also einfach der Saft raus. Das ist wie, als wäre der Akku einfach leer dann. So, hier habe ich zum Glück ein Schutzschild, aber ich habe trotzdem nicht so viel Verteidigung. Das könnte ein bisschen wehtun, wenn ich nicht Dinge tue. Hält mein Schild noch? Oh, ne, der hält schon fast nicht mehr. Shit! Bitte reparieren. Gut, ist jetzt nicht so, dass ich deswegen draufgehe. Ah, es war nervig. Verbündeten kann man leider keine Pings geben oder so. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da wirklich ein bisschen, dass da ein Schaltkreis rausgesprungen ist. Kann man bitte jemand die Sicherung wieder reinmachen und den Schaltkasten aktivieren? Oh, lalalalalala. Okay, hier geht's gerade ein bisschen. Also die KI, die hat sich wirklich vorbereitet. Das muss die KI sein. Schon einmal, weil ich zwei Schutzschilde sehe, das ist ungewöhnlich. Das habe ich, glaube ich, noch nie bei KIs gesehen, dass da mehr als ein Schutzschild drin war. Oh, oh, oh. Alter, die Flak tut weh. Clearing up territory. Where to go? Waiting for orders. Fahrt mal bitte rein. Ihr müsst doch in das Schild reingehen können und das Ding einfach kaputt machen von hier drin, ne? Sehr gut.
So, jetzt rüber. Meine Interceptor müssten die eigentlich. Die können keine Sammler angreifen, obwohl die eigentlich Flugeinheiten sind. Also wahrscheinlich wirklich nur Bomber und andere Interceptor zählen da dazu. Übrigens brauche ich jetzt mal wieder Unterstützung. Wunderbar. Läuft. Ich habe gerade den Marshall als Verbündeten. Er macht gerade sein Mittagsschläfchen. Hat auch die passende Farbe dafür. Es war alles geplant. Alles im Sinne des Erfinders. Oh mein Gott, hat er dafür. Das ist ein bisschen viel für meinen Geschmack. Aber das müsste ich ja mit. Gut, mit Artillerie, ich könnte es auch mit normalen Panzern wahrscheinlich kaputt machen. Andererseits, nee, hier sind noch andere Schütztürme. Der hat sich da echt ziemlich verschanzt. Please wechsel in the stationary modus. Oh, no, oh Mist. Nee, nee, nee. Ich bin noch in Reichweite. Shit. Oh Gott. Alter, die Türme haben aber auch eine Reichweite. Da brauchst du wirklich fast keine Artillerietürme. Boah, aber jetzt hier mit dem Flächenschaden, den die haben, da durch ihren stationären Modus. Ist schon echt übel. Boah, wie weit geht der Flächenschaden? Okay, das ist ja wirklich krass. Okay, nice. Ich bin... sehr angetan. Der Damage ist halt auch echt übel. Gut, dann bringen wir es mal zur Ente. Ach, guck mal. Das war natürlich... Ich habe nicht aus Versehen Arbeiter mitgezogen. Das war alles geplant. Ich wollte nämlich unbedingt hier noch eine Factory bauen, um gleich Stärkung in der Front zu holen. Ja, genau. Alter, das Schild ist noch da. Ich glaube, der Gegner hat einfach schon aufgegeben, ne? Ich glaube, ich habe jetzt wirklich wahrscheinlich das Hauptgebäude. Alter. Das Schild war noch Uhr. Was hat... Ist das ein Bug? Das ist ja viel zu hoher Flächenschaden. Das ist, der Radius ist ja Wahnsinn. Ich weiß, klar, Artillerie muss schon einen gewissen Flächenschaden machen, aber das ist ja richtig heftig. Okay. Na gut, das war noch eine Proberunde. Wie gesagt, Version 0.2, also wirklich, das ist... Die Entwickler haben das Spiel halt so früh rausgebracht, dass sie noch ein kleines bisschen Unterstützung einsammeln können, um das Spiel weiterzuentwickeln. Wir haben halt wirklich eine ultra frühe Version von dem Spiel. Deswegen, klar, natürlich gibt es ja bis jetzt aktuell wenig Content. Ich meine, der Survival-Modus ist noch sehr interessant, weil der sehr viel Herausforderungen bietet, tatsächlich. Die Skirmishes sind hauptsächlich zum Rumtesten für neue Einheiten und sonst irgendwas. Ich glaube wirklich, das aktuelle Kern-Gameplay ist gerade wirklich der Survival-Modus, wenn Leute ein bisschen Challenge suchen. Das hat mir zumindest auch sehr viel Spaß gemacht. Gibt es sogar noch einige heftige Schwierigkeitsgrade, da was zu machen draus. Ja, Skirmish, wie gesagt, ist noch eine Menge Potenzial. Aktuell halt nicht wirklich viel Abwechslung drin. Story bin ich auch mal gespannt. Und ja... schauen wir mal, wie sich das Spiel entwickelt. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, wenn ihr euch dafür interessiert, seht ihr in der Beschreibung einfach mal alles dazu. Sowohl meinen letzten Stream, wo ich was gemacht habe, als auch hier. Ich glaube, das Entwickler-Discord hatte ich auch verlinkt. Und wenn ja, dann verlinke ich es hier auch nochmal. Und auch natürlich, wo ihr das Spiel bekommen könnt. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zu weiteren Videos, egal welcher Art. Bis dahin, bye bye.